Hobby oder durch Schule oder durch irgendwelche anderen Aktivitäten, wo man dann einfach verhindert ist und wo man dann einfach, um das Ganze stressfreier angehen zu können, einfach sich keine festen Verabredungen miteinander vornimmt. Und wenn sich diese Routine so ein bisschen eingependelt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken, beziehungsweise wenn sich rauskristallisiert hat, dass sich da irgendwie Routine einpendeln müsste an diesen bestimmten Wochentagen, dann öffnet sich auch für mich relativ schnell ob diese Routine dann eben halt auch beiden sozusagen gut tut, beziehungsweise beiden nichts ausmacht, oder ob dann einer von beiden, das muss jetzt nicht unbedingt die Frau sein, also versteht mich da bitte nicht falsch, das kann genauso der Kerl sein, es gibt genug Kerle, die auch klammern, dann stellt sich das eben halt heraus, ob diese Routine einem von beiden gegen den Strich geht oder eben halt, ob beide wunderbar damit klarkommen. Wenn beide wunderbar damit klarkommen, dann muss man sich dahingehend ums Klammern überhaupt erstmal keine Sorgen machen. Wenn einer von beiden nicht damit klarkommt, oder, na gut, wenn beide nicht damit klarkommen, ist es auch wieder so eine Win-Win-Situation, weil dann beide einfach sagen, okay, dann höre ich einfach mit einem auf und bin immer nur für dich da, oh ja. Aber oder wenn, sage ich, mach meine Hobbys weiter und fick dich. Oder das, nein. Und warum ist da ein Loch im Boden, du Penner? Keine Ahnung. Ein Glasloch. Ja, weil ich da gleich Leitern runterbaue. Achso. Und war da jetzt auch keine? Weil ich noch keine Leitern hatte. Oh. Und, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich schon wieder rausgebracht. Ich klammer zu sehr, ne? Ja. Mano! Ja, genau. Wenn jetzt einer von beiden sagt, nö, ich habe damit aber total das Problem, dass du jetzt, keine Ahnung, um beim Beispiel mit dem Sport zu bleiben, ich habe jetzt total das Problem damit, wenn du dann und dann immer Ballett tanzt. So, zum Beispiel. Wir reden von Sport. Du weißt, was Ballett für ein krasser Sport ist, oder? Und, wo du gerade dabei bist, kurze Anekdote, du weißt zum Beispiel, dass Leute wie, ich sage jetzt mal Arnold Schwarzenegger, weil ich was bei dem gerade genau weiß, ehemaliger Mr. Universum, dass der jahrelang Ballett gemacht hat, um seinen Körper fit zu halten und um Muskeln aufzubauen. Ja, der ist nicht männlich. Also, Balletttänzer und Balletttänzerinnen haben einen hammermäßigen Respekt vor mir, weil Ballett zu den anstrengendsten Sportarten der Welt gehört. Arni, wenn du das siehst, Nils mag dich. Und ja, wie gesagt, wenn da jetzt einer von beiden ein Problem mit hat und da sich auch partout nicht reinreden lassen will und ich will dich aber sehen und so weiter, dann artet das meiner Meinung nach in ein Klammern aus. Weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass der betreffende Partner, der dann eben halt Sport oder was auch immer macht, der dann eben halt verhindert ist, dass der dann sagt, nö Junge, weißt du Bescheid, ich mach das schon seit was weiß ich wie vielen Jahren und ich hab da meine Freunde und das macht mir super viel Spaß und ich gehe auf Turniere und hast du nicht gesehen und ich mach das weiter, da kannst du sagen, was du willst. Dann geht das meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Entweder es läuft dann auf diese tolle Endstation hinaus von wegen, ja, entweder der Sport oder ich und dann wird's der Sport. Wir wissen alle warum. Ich denke mal, das muss ich nicht näher erläutern. Weil Sport geiler ist. Nein, weil es sich eigentlich kein Arsch der Welt rausnehmen kann, sich zwischen seinen Geliebten oder seine Geliebte und ihr Hobby zu stellen oder sein Hobby. Und für denjenigen ist es dann halt insofern total kacke, weil er dann oder sie dann diese Not der Entscheidung hat und sich dann sagt, okay, der Typ ist dran schuld, dass ich da überhaupt vorstehe, Arschloch, verpiss dich. Bedimmt. Ganz einfach ausgedrückt, so. Oder es läuft halt eben halt darauf hinaus, okay, pass auf, wenn wir uns dann jetzt am Mittwoch nicht sehen können, weil du da ja immer Sport hast, dann bringe ich dich immer zum Sport hin und hol dich sofort zum Sport ab. Und die ersten 20 Male setze ich mich auch daneben und gucke dir die ganze Zeit lang zu, damit ich ja nichts von dir verpasse. Hattest du sowas nicht auch schon mal? Nein, Gott sei Dank nicht. Oh, dann habe ich mich vertan. Ich hatte jemanden, ich hatte eine Frau, die relativ geklammert hat, aber das ist ewig her, da war ich 16, glaube ich, also das ist jetzt 5 Jahre her. Alter Sack! Ja, da war ich 16 oder so und die hat halt relativ geklammert, lag unter anderem, denke ich mal, auch daran, dass sie aus Thüringen kam. Deswegen kam ich halt auch auf das Thema Fernbeziehung.
weil ich da eben halt dann sozusagen aus eigener Erfahrung sprechen kann. Und da sie halt aus Thüringen kam, das sind so ja, gute 350 Kilometer von hier, hat man halt nicht die Möglichkeit, sich dann oft oder überhaupt mal zu sehen. Also wir haben uns dann einmal gesehen und das hat dann auch gereicht, aber das möchte ich jetzt hier nicht weiter erläutern, weil das geht euch nichts an. Bang, 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 bang. Und es nervt halt einfach, wenn man ja, wenn man dann halt sozusagen jeden Tag, jetzt sage ich mal, um 3 Uhr nachmittags oder so einen Anruf kriegt, hey, was machst du so? Also so diese Leute, die nur anrufen, um telefonieren zu wollen. 8 Stunden täglich oder so. Wo du dann am anderen Ende da drin hast, so, ja, hey, Schatz, also ich habe eigentlich jetzt gerade was mit ein paar Kollegen geplant und ich will so, ach so, störe ich dich? Nein, du störst mich nicht, das würdest du nie tun. Du weißt, hey, ich liebe dich und so, aber ich würde dann halt jetzt echt gerne, ach so, ja, ich habe mir ja heute nichts vorgenommen. Ja, genau. Wo man schon im Hinterkopf hat, so, ja, du nervst, aber ich bin einfach mal höflich und sage es dir nicht. Nö. Wo man dann halt... Haben sie verdient. Wo man dann halt dann in diesem Zwiespalt steckt. Das ist für mich zum Beispiel so eine Art Klammern. Wenn man, oder wenn die Dame das einfach nicht kapieren will. Oder vielleicht zu dumm ist, um es zu kapieren. Das kann ja auch. Weitere Beziehungstipps gibt es auch bei Amazon unter den Namen. Sucht einfach das Buch Dr. Asator Beziehung, ja oder nein. Ich bin dafür, du machst wirklich mal so ein Video. Es ist einfach ein Blackscreen oder ein Bild von dir. Oder und im nächsten Livestream am Donnerstag gibt Dr. Asator sogar Privattipps. Und das Gute daran ist, dass das Video wahrscheinlich erst nach Donnerstag kommt. Oh, das ist ja schön, denn für den nächsten Donnerstag. Für den Donnerstag, der kommt, wenn das Video kommt. Dann mach Asi-Tipps. Ja. Ja, aber nur, wenn ihr mir wirklich ernst gemeinte Fragen stellt. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche... Magst du Bratwurst-Fragen? genau, auf irgendwelche Magst du Bratwurst-Fragen, beziehungsweise auf irgendwelche kleinen Julien-Seelensorge-Gucker-Kinder, die dann ankommen und sagen, hey, ich habe meine Freundin gefickt, aber ich liebe sie nicht. Glaubst du, das ist vertretbar? Auf sowas habe ich keine Lust. Also Memo an mich, ich weiß, was ich für Fragen stellen muss. Wehe, du fasst meinen Slime an. Du darfst das Skelett töten. Skelett? Okay, dann können wir ja mal zum nächsten Thema überschweifen, weil ganz ehrlich, ich weiß dazu wirklich nichts mehr, was ich sagen kann. Ich kann dir nur vollkommen zustimmen, weil es auch meine Meinung ist. Ja, was ich jetzt zum nächsten Thema überspringen würde, Bruder vor Luder. Kerle vor Kerle, nee, Moment. Bruder vor Luder, kommt drauf an, welches Luder. Und welcher Bruder. Also wenn jetzt zum Beispiel einer ankommen würde... und sagen würde, also wenn das Luder in diesem Fall meine Freundin wäre und mir das echt wichtig wäre, dann würde ich ganz klar sagen, ganz ehrlich, nein, nichts geht vor meiner Freundin. Ja gut, aber wenn du so eine Person hast, die zum Beispiel jetzt gleich besser wolltest, die du auch zu den Partys mitnehmen könntest, das wäre ja eigentlich voll geil, oder nicht? Dann hättest du sozusagen ein Bro. Und eine Freundin im einen. Erstens gibt es sowieso keine Regel, die besagt, dass ein Bro nicht weiblich sein darf. Ja, das ist eine Bra denn, aber. Eine Bra? Ja, ist ja so. Es heißt so. Ja, es heißt so. Ja. Bananensaft. Ja, aber präzisiere deine Frage mal ein bisschen, die ich mit dir, ich habe jemanden, mit der ich auf Partys gehe, so, oh wow, ja, ich sag mal so, das wäre doch eigentlich voll die perfekte, das war jetzt eigentlich keine Frage, das wäre mal so eine Anmerkung dazu. Also du meinst, ob man sozusagen sowas wie eine zwanglose Beziehung führen kann mit der, man hat jemanden, mit dem man so Spaß... Nein, zwanglos ist nie eine Beziehung, das kann nicht zwanglos sein. Oh, ein schöner Themenwechsel. Nein, eine Beziehung kann niemals zwanglos sein. Also mit zwanglos meinst du halt Streitereien und sonst was, dass man einfach keine Verpflichtung gegenüber ist. Eine Fickbeziehung. Bam. Ja, okay, eine Fickbeziehung. Ja, aber eine Fickbeziehung ist ja auch nicht das Wahre. Das stimmt. Naja, gut, also es soll Leute geben, die das ganz gut abkönnen. Aber ich kann von mir durchaus behaupten, ich könnte das nicht. Über kurz... Weil über kurz über lang entwickeln sich Gefühle, da kannst du machen, was du willst. Richtig.
Und danach fühlst du dich nur noch wie ein Arsch, wenn sie dir einfach einen Arsch tritt und den nächsten, nächstbesten dir nimmt. Oder andersherum, sie entwickelt Gefühle und du gibst ihr den Arsch tritt. Ja, aber dann bist du... Ivo, eins musst du lernen, sei immer schneller als die anderen. Dann bist du aber so einer wie Barney Stinson. Barney Stinson ist zwar cool, aber er hat eine scheiß Eigenschaft, sag ich mal. Er ist schwul. Okay, Barney nicht, der Schauspieler. Obwohl, nee, Barney Stinson ist denn nicht, der hat zu viel Grips dafür. Charlie Sheen. Grips. Ja. Nee, ich finde sogar teilweise, also Barney Stinson meinst du den Charakter, die Figur, die er spielt, da ja. Finde ich sogar, Charlie Sheen hat mehr Grips. Ich meine, im Endeffekt ist der Typ nicht dumm. Wer, Charlie? Der macht das, was er will. Er kriegt seine Aufmerksamkeit, er kriegt sein Geld. Was willst du mehr? Das stimmt. Der macht genau das, was er will. Und kommt, ja, macht einen auf doof, aber in Wirklichkeit ist er der Schlaue. Das machen ganz viele. Hauptsache, er kriegt Ja, gut, Leute, habt ihr noch ein Thema? Weil sonst würde ich die ganze Zeit weiter so Dr. Sommer-Fragen stellen. Dr. Sommer-Fragen. Wir haben das Thema ja noch nicht mal wirklich besprochen. Deine Frage war ja Bruder vor Luder. Bruder vor Luder, genau. Ich würde sagen, kommt darauf... Situationsbedingt. Situationsbedingt, aber nur unter der Situation, dass es sich bei dem betreffenden Luder, um es mal so auszudrücken, um meine Freundin handelt. Wenn es jetzt jemand ist, mit dem ich nicht zusammen bin... dann denke ich mal, würde ich bedingungslos zustimmen, Bruder vor Luder. Weil. Also, ich würde das. Deine Meinung in Ehren, aber ich meine, das würde ich auch zeitbedinglich bestimmen würden. Inwiefern, erklär mir das? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kollegen 2 Wochen, das mache ich auch eigentlich allgemein unter Bros, wenn ich mit einem Kollegen irgendwie 2 Wochen vor was abgesprochen habe, lass mal zu der Party gehen oder sonst was, und mich jetzt irgendwie, Alter, ich höre irgendwas fappen hier. Entschuldigung, ich packe ihn wieder ein. Nein, Gott, eben so. Und ich jetzt zum Beispiel von einer heißen Schnecke irgendwie 2 Wochen oder nee, ja doch 2 Wochen danach davor, wo ich das mit meinen Kollegen abgeschnackt habe und so, sagen würde, vor dem Tag der Party, oder ja, doch genau an dem Tag der Party, das macht mehr Sinn, an dem Tag der Party. So nach dem Motto, Alter, die mache ich mir heute klar. Genau. Das ist ja was anderes. Ja, so, ja, red weiter, Hedy. Dass sie sich einladen würde, genau an den Tag der Party, zu sich zu Hause, um Kaffee zu trinken, einfach. Kaffee, ja. Oder einen Film gucken. Oder in Disco zu gehen, weißt du? Ja. Da denke ich mir, oh nein, du hast es 2 Wochen vorher mit deinen Kollegen abgesprochen. Das kannst du jetzt nicht einfach sausen lassen. Ich meine, das mache ich ja auch allgemein so. Wenn ich was etwas mit. Ja, klar, aber das hat meiner Meinung nach nichts mit Bruder vor Luder zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, wer zuerst kommt, mal zuerst. Hey.